Ein US-Star made in Germany, Max Kepler, Baseball-Profi und der erste deutsche Exportschlager in der besten Liga der Welt. Mit den Minnesota Twins war in den Playoffs Schluss. Jetzt in der Offseason bleibt Zeit für einen Besuch in der Heimat und natürlich in der Sport1-Redaktion. Die Baseball-Anfänge des 26-Jährigen liegen in Berlin. Später spielte er für Regensburg. In den nächsten Tagen heißt es für ihn Back to the Roots. Ich freue mich jetzt immer, also diese Chance zu kriegen, da zurückzugehen zu den Stomping Grounds, also die Felder zu betreten, wo es alles angefangen hat. Das bringt gute Memories zurück. Und einfach zu sehen, wie ehrgeizig jetzt die Kinder sind, wie ich damals, den Sport hier jetzt anzufangen. Das große US-Abenteuer beginnt für den gebürtigen Berliner 2009. Mit 16 Jahren unterschreibt Kepler bei den Twins. Der Weg nach ganz oben sollte für ihn ein sehr langer werden. Es gab mehrere Male, wo ich daran gezweifelt habe, ob es überhaupt weitergeht, ob ich für was Sicheres meine Zukunft investieren soll, vielleicht so studieren gehen. Ich habe oft an Karriere gezweifelt, am Baseball, einfach am Sport allgemein. Aber zum Glück hatte ich ein gutes Support-System. Meine Eltern waren immer hinter mir, haben mir immer gemeint, ja, mach erstmal zu Ende, was du angefangen hast. Und ja, ich habe auf die gehört und hat sich gelohnt. Der ganz große Durchbruch gelingt Kepler in der abgelaufenen Saison. Anfang des Jahres unterschreibt er einen Vertrag, der ihm bei den Twins insgesamt 35 Millionen US-Dollar zusichert. Der Lohn für den aktuell besten MLB-Spieler aus Europa, der zahlreiche Bestmarken knackt. Da kann man schon mal klatschen. Auch weil er damit gewissermaßen Pionierarbeit leistet. Einen Baseball-Boom in Deutschland gibt es im Vergleich zu den anderen US-Sportarten noch nicht. Mit dem neuen deutschen Superstar Max Kepler geht es aber zumindest ein paar Schritte in die richtige Richtung.